Ja, lieber Präsident Uhlenberg, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist tatsächlich so, nach 17 Jahren im Hohen Haus und vor 6 Jahren Landesvorsitzender in der ersten Koalition mit Johannes Rau, zum letzten Mal zu diesem Tagesordnungspunkt an der Rede. Und bevor ich nachher einigen Leuten danke, möchte ich jetzt Ihnen allen erstmal einen Dank aussprechen, weil vielleicht das auch für die Gäste, die oben sitzen, das kommt immer so vor, als ob hier Gegner sitzen. Feinde, machen wir, wenn die Debatte sehr hart ist. Das ist nicht der Fall. Wir sind Wettbewerber aus unterschiedlichen Fraktionen, aus unterschiedlichen Parteien. Wir haben unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen und darüber ringen wir. Manchmal sehr hart, aber wir sind Wettbewerber in einem demokratischen System und wir alle kennen das auch. Es gibt nicht nur ein zweites Mal, es gibt ein drittes und ein viertes Mal, wo man sich sieht. Und deswegen auch bei aller Hitze, es ist demokratischer Wettbewerb. Und deswegen möchte ich mich als erstes bei Ihnen, meinen Kollegen, bedanken aus allen Fraktionen. Weil 17 Jahre ist natürlich eine lange Zeit, das sind 4 Koalitionen, einmal in der Opposition und jede Rolle hat ihren Platz in unserem Spektrum. Darf man nicht geringschätzen. Es ist nicht eine gute Regierung, wenn es nicht auch eine wirklich gute Opposition gibt, die ihre Pflicht auch wahrnimmt und das wechselt in der Demokratie manchmal. Und insofern gehört das alles zusammen. Das als erstes und als Dankeschön. Ich komme nachher vielleicht am Schluss noch auf ein paar einzelne Punkte. Aber dann will ich jetzt auch in den demokratischen Wettbewerb einsteigen und mich nicht ganz zurücknehmen, weil dann werden Sie auch enttäuscht. Und der erste Einstieg ist natürlich, lieber Kollege Brockes, ganz kurz und auch zu dem, was der CDU-Kollege gesagt hat. Es ist ja immer spannend, wenn man sich vorbereitet und denkt, wo sagen Sie denn nichts zu oder wenig? Und jetzt will ich einfach nur sagen, der Breitbandausbau war eine Zeit lang ein so intensives Hobby der CDU-Fraktion, dass wir manchmal irgendwie im Wirtschaftsausschuss 3, 4 Anträge gleichzeitig hatten, wo sie uns getrieben haben. Wenn man dann aber guckte, was war zu Ihrer Zeit, wenn man das vergleicht, Sie hatten für den Breitbandausbau im Haushalt des verehrten Präsidenten, damals Umweltminister, 1 Million pro Jahr stehen für Breitbandausbau. Und die Auslöseschwelle für den Breitbandausbau beim Bund war 2 MB. So, jetzt wissen wir alle, das ist eine hohe Geschwindigkeit, es wird schneller. Aber wir haben es bei Remmel, als er das Haus Uhlenberg übernommen hat, bei Johannes Remmel, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein, wir haben es gesteigert auf 12 Millionen. Und dann ist dieser Etat nochmal aufgestockt worden, in einer Kraftanstrengung, weil ja viele Anforderungen da sind. Und wir haben nicht nur gesagt, wir geben die Dividende, die digitale Dividende, das, was wir vom Bund kriegten, weiter. Wir nehmen eigenes Geld in die Hand und wir garantieren, dass nicht nur die reichen Kommunen, sondern die armen Kommunen, die die eigenen Mittel nicht haben, vom Land das Geld bekommen, damit niemand in die Situation kommt, ich kann den Breitband nicht ausbauen in meiner Kommune, weil ich nicht in der Lage bin. Das haben wir gemacht und jetzt liegen wir bei über 140 Millionen pro Jahr. 1 Million, 12 Millionen, 140, die kollegial umgesetzt werden von Herrn Dün und Herrn Remmel, ohne dass es Streit gibt, weil die das nämlich auch können. Und das ist eine vernünftige Politik. Und deswegen, das ist gar keine Frage, deswegen ist dieser Punkt ja auch in der Aufmerksamkeitsfalle so ein Stück nach hinten gegangen, weil es sich einfach nicht lohnte. Und was ich toll fand, Kollege Wüst eben, Sie haben angekündigt, die CDU wird eine echte, wirkliche Reform der Kommunalfinanzen machen. Seitdem laufen auf den Spitzen, auf den Gebäuden der kommunalen Spitzenverbände die Alarmsirenen, weil die haben wirklich, die haben noch in Erinnerung, wie diese letzte Reform aussah. Und ich kann mich gut erinnern, also ich sage nur um einen Punkt, Anteile an der Grunderwerbsteuer weggenommen und wir haben sie zurückgegeben und bei den Erhöhungen, die wir vorgenommen haben, hat es den kommunalen Anteil, so wie es früher war, immer gegeben. Das war nur ein Teil, es gab viele andere Sachen. Also wenn die kommunalen Spitzenverbände das ernst nehmen und jetzt genau wissen, sowas kann kommen, dann wissen die auch ganz genau, dass sie ihren Mitgliedern sagen, bei Rot-Grün wissen wir, was wir haben. Also lasst die Finger von allen Experimenten, macht lieber so weiter. So. Und dann will ich sagen, für mich ist doch klar, als jemand, der nun lange dabei ist, die Strategie des Schlechtredens, die ist gescheitert, die ist krachend gescheitert. Man hatte ja manchmal den Eindruck, es gibt eine gewisse klammerheimliche Freude. Es gibt eine Freude ganz still beim Nullwachstumszahlen. Und man hat auch ein Bedauern gespürt über den Platz 6 im Länderranking. Aber die Strategie ist völlig falsch.
Sie sollten, wenn Sie kritisieren wollen, den Finanzminister kritisieren. Sie können sagen, der kann nicht mit Geld umgehen, der kauft zu viele CDs oder irgendwas. Und dann können Sie sagen, wir haben einen Besseren, der kann das besser. Sie können den Innenminister kritisieren. Bei dem ist das im Gehalt sowieso drin. Der würde depressiv, wenn Sie nicht mehr kritisieren. Können Sie alles machen. Aber was Sie nicht machen dürfen, ist eine permanente Schlusslichtdebatte gegen unser Land. Und Sie dürfen es nicht machen. Weil es ist doch ganz einfach. Kein Firmenvorstand, kein Unternehmensvorstand würde das Produkt, was er verkaufen möchte, schlecht reden. Die würden sagen, sind wir denn verrückt? Und jetzt kennen wir, ich kenne ja Armin Laschet auch ein bisschen und schätze ihn. Und er ist ein lebensbejahender, optimistischer, positiver Mensch. Und wenn es denn so wäre, dass er im Juni Ministerpräsident werden würde, er würde hier gewählt werden, dann weiß ich doch, dass er am nächsten Tag seine Arbeit antreten würde in der Staatskanzlei, ganz stolz, dass er dieses tolle, schöne Land mit seinen Menschen regieren darf. Dann geht er doch nicht in Steinbruch gebeugt unter der Last der Sünden, sondern der geht mit Freude an die Arbeit. Und das ist der Grundpunkt. Wir haben ein klasse Land. Diese Runterredensdebatte entspricht nicht dem Lebensgefühl der Menschen in unserem Land. Und deswegen sollten wir es ganz einfach sein lassen. Ganz einfach sein lassen, weil unser Land, und wenn man mich fragen würde, ich komme ja ähnlich wie Kollege Dün aus dem Norden, aus dem Emsland, dieses Land habe ich immer erlebt als ein ganz, ganz tief solidarisches Land, weil dieses Land eine so lange Einwanderungsgeschichte hat. Ich fühle mich in der Stadt Aachen, in der ich jetzt lebe, außerordentlich wohl, weil ich das Gefühl habe, dass es in der Stadt eine demokratische Bürgerkultur gibt, die, wenn von rechts Leute kommen, auch aufstehen und sich artikuliert. Und das ist ein Gefühl, was stark ist in diesem Land, dass wir alle zusammen sagen, wir können streiten, wir können ringen. Aber es kann nicht sein, dass Menschen, die bei uns leben, weil sie eine andere Hautfarbe, Orientierung oder sonst was haben, in diesem Land verfolgt und benachteiligt werden. Das ist eine Kulturfrage unter allen. So. Unser Land hat, ich habe ja nun in Aachen Maschinenbau studieren können, an einer unserer besten Hochschulen, hat eine beeindruckende industrielle Tradition. Und dafür stehen, ich habe im Teil der Firma ja selber noch als Ingenieur Projekte machen dürfen, dafür stehen Namen wie Krupp Glöckner, wie Hösch, wie Thyssen, wie Mannesmann, wie die Gewerkschaft Schalke Eisenhütte, die Ruhrkohle, die Deutzer Motorenwerke, alles das steht dafür. NRW war der Maschinenraum Deutschlands und Nordrhein-Westfalen war die Kraftzentrale. Und wir hatten die drei größten Stromkonzerne über ganz lange Zeit. Als ich studiert habe, waren die RWE-Leute die Götter, die wussten, wie man Strom macht. Mit RWE, mit E.ON, mit der Steag. Alle drei sind mit der Kohle groß geworden. Und alle drei haben die Erneuerbaren zunächst ignoriert, sie haben sie zunächst lächerlich gemacht, bekämpft und jetzt ringen sie um den Anschluss. Und deswegen ist es so wichtig, wir haben zwei Elemente, die unsere Wirtschaftslandschaft noch mal ganz, ganz deutlich verändern. Das eine ist die zu Recht intensiv angesprochene Digitalisierung. Da haben wir gute Arbeit geleistet. Das zweite ist die Energiewende. Und die Energiewende wird nicht aus DAFKE gemacht. Sie wird aus Klimaschutzgründen gemacht, weil das notwendig ist, weil alle Bundesregierungen seit Kohl in 1990 in Rio die Vereinbarung unterschrieben hat, alle Bundesregierungen tragen die Ziele. Zuletzt hat der Bundestag einstimmig die Klimaziele, die in Paris vereinbart wurden, beschlossen. Das heißt, die Entwicklung der Klimaziele, daraus die Energiewende, der Ausbau der Erneuerbaren und der Prozess der Digitalisierung werden die gesellschaftlichen Prozesse, aber auch die gesamte industrielle Produktion umwälzen. Sie werden neue Märkte schaffen. Und die Kernfrage ist doch, wenn das alles so weitergeht, was haben wir in NRW davon? Wie stellen wir uns auf? Wie holen wir uns die Zukunftsmärkte, die Zukunftsprojekte, damit wir Arbeit für unsere Leute hier im Land haben? Das ist die Kernfrage dabei. Wir brauchen die Energiewende also nicht nur aus Klimaschutzgründen, aus ethischen Gründen. Wir brauchen sie auch, weil diese Zukunftsmärkte kommen. Sie werden besetzt werden. Und wenn wir in diesen Märkten nicht vorne vorangehen und uns Teile holen, dann holen sie sich alle anderen. Und das ist eine Wettbewerbsfrage, die auch für die Zukunft unseres Industrielandes eine ganz große Rolle spielt. Und niemand kann glauben, wenn man ernsthaft darüber diskutiert, dass wir noch 20 oder sogar 35 Jahre mit der Kohleverstromung so weitermachen können. Das wissen wir alle. Also geht es darum, diesen Prozess,
diesen Prozess sozial verantwortlich und vernünftig zu gestalten und gleichzeitig nach vorne auch das, was es an Chancen gibt, zu holen. Weil dass wir das eine noch 30 Jahre machen und dann auf einmal wie Kai auf der Kiste die Zukunftsmärkte besetzen, das glaubt noch keiner. Das Ringen passiert jetzt die ganze Zeit. Und in den Wettbewerb müssen wir rein. So, ich sage mal, weil natürlich die Frage immer ist, was heißt das für industrielle Kernbereiche, die Chance dazu, volatile Erneuerbare und industrielle Produktion zusammenzubringen, die haben wir in unseren industriellen Kernbereichen. Also Johannes Remmel, sein bester Freund in der Industrie, ist ja bei der Trimet, kriege ich immer wieder mit. Und die Trimet betreibt 5 bis 6 Aluminiumstraßen. Jede Aluminiumstraße hat die Fähigkeit, tatsächlich ein Pumpspeicherwerk zu ersetzen, indem die Aluminium vorproduzieren, es in einer, ich besetze das mal für die Nichttechniker, großen Art Thermoskanne aufbewahren und dann wieder abziehen. Und dann, wenn volatiler Strom stärker da ist, nutzen, beziehungsweise wenn wir Lastspitzen wegnehmen müssen, dann eben das auch ein Stück weit runterfahren können, ohne ihr Hauptziel, Aluminium herzustellen, zu beeinträchtigen. Das heißt, wir brauchen dann keinen Pumpspeicher mit Oberbecken, Unterbecken in die Landschaft bauen. Wir können das in einem Kernbereich unserer industriellen Produktion und können das dafür nutzen. Das ist eine Chance. Wir haben die gleiche Chance in der PVC, in der Chemieindustrie, bei der PVC-Herstellung. Wir haben sie bei der Wasserstoffherstellung. Das heißt, das Spannende ist jetzt, genau diese Chancen festzustellen, zu gucken, dass wir sie in Gang setzen und zu nutzen, damit wir die Technik und die Anlagen auch hier haben. Und wir haben die Voraussetzungen dafür. Und ich muss das sagen, wir haben eine, verehrte Frau Wissenschaftsministerin, liebe Svenja, wir haben eine wirklich einzigartige Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen. Es gibt kein Bundesland mit diesen Kapazitäten. Wir haben über 700.000 Studierende. Wir bilden viel mehr aus, als wir nach dem Königsteiner Schlüssel in der Bundesrepublik sind. Wir sind 22%, aber wir bilden über 25% der Studierenden aus. Und das können wir, wenn man mit anderen diskutiert, mit der Hochschullandschaft hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich will einfach beschreiben, was das auch für Auswirkungen auf Arbeitsplätze hat. Die TH Aachen, ich war Anfang der Woche noch da, hat mit Professor Malte Brettl jemanden, der spezialisiert daran arbeitet, Ausgründung aus der Hochschule hinzukriegen. Die steigern das Jahr für Jahr. Die sind jetzt bei 2015 60 Ausgründungen. So haben die das hochgezogen. Und von denen geht mal was schief. Das ist ganz normal. Aber im Schnitt ist es so, dass jede dieser Ausgründungen nach wenigen Jahren 20 Arbeitsplätze hat. 20. Und nicht nur Akademiker, weil das ist doch völlig richtig. Wir müssen ja gucken, dass wir für alle Arbeitsplätze haben, nicht nur Wissenschaftler. Aber wer nach Aachen geht und sich anguckt, wer jetzt in den ehemaligen Talbot-Waggonhallen den Streetscooter baut, da entstehen gerade Hunderte von Arbeitsplätzen für normale Leute, die mit der Hand arbeiten und nicht unbedingt einen Doktor- oder Diplom-Ingenieur brauchen. Also auch das kommt. Und in der Summe ist es so, dass das in Aachen jetzt 800 bis 1000 Arbeitsplätze pro Jahr sind, die dazukommen. 800 bis 1000, die Tendenz ist steigern. Und das ist für mich das Modell, was ich meine, was wir übertragen müssen nach Bochum, nach Dortmund, in andere Bereiche. Wir machen es in Richtung Fachhochschule, Forschungszentrum Jülich mit anderen Campi. Das heißt, das ist einer der Motoren, die wir haben, an denen wir das sehr, sehr gut machen können. Und wenn ich gucke, dass wir in der deutschen Automobilindustrie im Moment Prozesse erleben, die mich an die Einführung des EEGs erinnern, der Erneuerbaren. Also dieser Takt. Tesla kommt mit dem Elektroauto, als erstes wird das ignoriert. Dann ist es nicht mehr zu ignorieren, dann wird es lächerlich gemacht. Dann ist es nicht mehr lächerlich zu machen, dann wird es bekämpft. Also die unterschwellige Bekämpfung an bestimmten Stellen dessen, was da neu kommt, kann man nachvollziehen, will ich jetzt nicht auswalzen. Und dann erklärt uns Volkswagen, wir wollen Weltmarktführer werden. Und wo passieren die spannendsten Elektroautoprojekte zurzeit in der Bundesrepublik? Die passieren genau in Nordrhein-Westfalen. Also wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, weiß, die Lieferfahrzeugprodukte, die von der Ausgründung in Aachen jetzt in den Talbot-Werken gebaut werden, die wir immer unterstützt haben, die Ministerin, der Minister, die Landesregierung, die haben jetzt 2500 Autos auf der Straße. Die bauen diese Lieferfahrzeuge, weil VW sie nicht liefern konnte oder wollte. Und jetzt geht es darum, denen die Fesseln zu nehmen, damit die nicht irgendwie 10.000 im Jahr bauen. Der Markt, die Handwerker, die Kommunen brauchen davon Hunderttausende. Es geht genau darum, dafür zu sorgen, dass das in die Produktion geht. Und als nächstes sind die gekommen, und das war doch wunderschön, mit dem PKW. Und sie haben ihn nicht in Frankfurt präsentiert. Da, wo bei einer Automesse immer am ersten Abend die Müsli-Autos kommen,
von hübschen jungen Frauen vorgeführt, am nächsten Abend dann die richtigen Autos für richtige Männer. Da sind die nicht hingegangen, die Aachener. Die sind auf die CeBIT gegangen, weil die gesagt haben, das ist genau die Verknüpfung Digitalisierung und Pkw-Mobilität über Erneuerbare angetrieben, die wir nach vorne bringen wollen. Und der Wagen wird jetzt angeboten ab Anfang des Jahres für 14.000 Euro. Das ist die Hausnummer. Der gleiche Volkswagen e-Up kostet 27.000. Das ist der Unterschied. Und jetzt muss doch unser Ziel sein, dass wir genau das in Arbeitsplätze bei uns in der Region umsetzen. Und wenn ich an die LEP Vorrangfrechen, Geilenkirchen, Lindern und andere im Rheinischen Revier denke, da gehört jetzt die Autofertigung aus Nordrhein-Westfalen hin. Und ich bedauere zutiefst, dass unsere Mittelständler, allen voran Arndt Kirchhoff, einer der Wortführer, die mitgeholfen haben, das anzuschieben, dann als ihre Kunden, die Autolieferer, die Altautoindustrie gesagt hat, was macht ihr da, wollt ihr ein Auto bauen in Konkurrenz zu uns, haben die zurückgezogen und haben gesagt, nein, machen wir nicht. Deswegen hat die Post zum Glück den Mut gehabt und macht das jetzt mit der Hochschule. Also wir haben das Potenzial und ich würde sagen, mehr Mut in Richtung Autozulieferer, macht das. Wir haben genau die Chancen, Produkte, die woanders rückläufig sind, in Nordrhein-Westfalen nach vorne neu zu setzen und das sollten wir alle zusammen tun. So. Und als disziplinierter Preuße folge ich dem Aufruf. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Also, das ist die letzte Rede. Von mir aus kannst du noch 10 Minuten. Also. Rainer, es ist nur so. Deswegen sind da so viele Lampen angegangen. Es liegt eine Kurzintervention eines Abgeordneten vor. Das ist alles. Ja, also lassen. Ich vermute, ich weiß, woher die Kurzintervention kommt. Ich gebe das ja jetzt zu. Ich habe die Geschäftsführerin gebeten, zum Schluss, wenn ich mit den Danksagungen nicht hinkomme, weil ich habe ja gar nicht alles sagen können, dann soll sie mich fragen, ob ich mich nicht noch bei jemandem bedanken will. Von der. Also wir decken das jetzt auf. Von der ist es nicht. Okay, dann. Der Präsident hat gesagt, ich darf. Ich will keine 10 Minuten. Ich möchte nur noch ein paar Danksagungen loswerden. Ich habe eben Ihnen, euch allen gedankt. Ich möchte aber auch gerne, und ich weiß, viele von uns scheiden aus. Wir sind, glaube ich, 50 oder 60 Abgeordnete insgesamt, die hier nicht wiederkommen. Ich würde ein paar Danksagungen gerne machen. Einmal an alle die, die dafür sorgen, dass dieser Parlamentsbetrieb überhaupt laufen kann. Wir arbeiten hier. Ich mache das also im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, die, die oben hinter den Scheiben sitzen, die Techniker, unsere Saaldiener, die, die unten dafür sorgen, dass der Betrieb ist, alle die, die Besuchergruppen. Wir haben ja an so einem Tag 3.000 Gäste. Das wird ja alles hervorragend professionell betreut und gemanagt. Also der Dank vom ganzen Haus für alle. Ich will mich bedanken bei denjenigen, die hier hinten immer in der zweiten, dritten Reihe und hinten sitzen, sporadisch reinkommen, egal wer in der Regierung ist, die Mitarbeiter aus den Häusern, die dann zuarbeiten müssen, die immer unter unheimlichem Druck stehen, weil von ganz vorne schnell noch was gewünscht wird. Also bei denen auch. Ich will mich bedanken bei 4 Frauen, bei der Präsidentin, die jetzt gerade anderweitig tätig ist, der Ministerpräsidentin Silvia Löhrmann und natürlich bei Sigrid Behr. Sigrid, schon dich ein bisschen mehr, du bist so bienenfleißig, du gehst immer über deine Leistungsfähigkeit, pass ein bisschen auf dich auf. Und liebe Hannelore, als wir dich zum ersten Mal zur Ministerpräsidentin gewählt haben, da habe ich irgendwann in deinem Büro angerufen, ich weiß gar nicht, ob Anja am Telefon war, da meldete sich jemand und sagte, Büro der Ministerpräsidentin. Da habe ich mich gefreut, da habe ich gesagt, ach, das hört sich so toll an, ich lege wieder auf und rufe nochmal an. Ja, die muss mich für bekloppt gehalten haben. Aber ich sag mal, wer vorher so diese etwas bärbeißigeren, brummigen Clemens und Steinbrück erlebt hat, der hat sich einfach nach so vielen Männern gefreut. Dann kommt eine Stimme und sagt, Büro der Ministerpräsident. Das war der Genuss. So, und jetzt weiß ich, du kannst auch mal beißen. Das weiß ich auch. Aber was ich wirklich immer geschätzt habe, wenn da was war und wenn es mal gerumst hat, und dann kann man ja auch gegengrumsen, dann war man immer in der Lage, sich zu entschuldigen, wieder aufeinander zuzugehen, zu sagen, das gehört dazu, weil... Das jetzt auch mal für Sie. Es weiß niemand. Es weiß niemand, wie hoch die Arbeitsbelastung derjenigen sitzt, die hier sitzen. Da ist die 70-80-Stunden-Woche nichts.
Das ist bei Abgeordneten ähnlich. Da, wo man als normaler Werktätiger irgendwann am Freitagabend sagen kann, du warst das aber. Da fängt ja oft in den Parteien bei Veranstaltungen Freitagabend, Samstag, Sonntag, da geht das ja weiter. Und das ist bei allen, das ist bei der Opposition wie bei der Regierung. Das heißt, die Arbeitsbelastung, und ich habe das nun 17 Jahre erlebt, die ist immens. Und das gilt nicht nur für die, die in der Regierung sind und lange dabei sind. Auch die Kollegen der Piraten, die ja in einer unglaublichen Kraftanstrengung hier reingekommen sind und alles das, was wir im langen Vorlauf hatten, ja nachholen mussten, im lebenden Objekt lernen und nachholen. Das ist ja eine Riesenarbeit. Auch da wird es nicht mit einer 50-60-Stunden-Woche geregelt gewesen sein, sondern wir wissen alle, wie das ist. Also insofern an euch alle den Dank, auch an viele Kollegen, mit denen man immer wieder bei allem Wettbewerb in einem vernünftigen Austausch war. Kollege Rasche oder auch bei der CDU, Josef, der Hubertus Fehring ist jetzt nicht da, Eckart habe ich schon angesprochen, auch euch, Armin, für die Gespräche immer herzlichen Dank. Und es wird nicht wundern, einem muss ich es persönlich noch sagen, er hat das ja eben einfach vorgemacht, das war nicht abgesprochen. Aber lieber Norbert, 17 Jahre Parlament, insgesamt 22 Jahre, 4 Koalitionen. Und es war wirklich klasse. Die 5 Jahre mit dir als Fraktionsvorsitzender und jetzt sage ich mal für alle, die 2 Jahre in der Minderheitsregierung und nochmal wieder in einer ganz besonderen Form das zu erleben, das war eine Zusammenarbeit. Du warst Ansprechpartner, man konnte immer mit dir reden. Es war nicht Eitelkeit, sondern immer das Gefühl, am Wirkungsgrad orientiert gucken, dass alles läuft. Zuhören können, sagen, wenn eine Grenze ist, aber auch akzeptieren, wer sie woanders war. Also eigentlich im besten Sinne warst du ein Aachener Ingenieur. Ehrenhalber würde ich dir das verleihen, aber ganz herzlichen Dank für die Zeit und Ihnen allen alles Gute, auch für die schwierige Zeit im Wahlkampf und für unser Land den Einsatz und ein herzliches Glück auch von mir. Danke. Trotzdem jetzt. Du musst hier bleiben, ne? Ja, so, zunächst vielen Dank, aber bevor der Dank des Präsidenten kommt, gibt es eine Kurzintervention, die ist nicht von Sigrid Behr, sondern von Armin Laschet. Bitte schön. Funktioniert es, wir stellen heute, Herr Präsident, die gesamten Regeln der Geschäftsordnung auf den Kopf. Gerade war der Bundesfinanzminister im Landtag. Ich habe ihn verlassen, weil mir jemand sagte, der Rainer Pringen hält gerade die letzte Rede. Dann bin ich herbeigeeilt. Die Kurzintervention war schon beantragt vom parlamentarischen Geschäftsführer. Wir haben jetzt eine Übertragung auf einen anderen Redner, der sich nicht angemeldet hat, erreicht. Aber ich glaube, Herr Präsident, was sagt er? Was hat er gesagt? Wir prüfen, ob das möglich war. Herr Präsident, schön, dass Sie das möglich machen, denn ich glaube, Rainer Pringen war auch für die Opposition ein vertrauenswürdiger, ein engagierter Abgeordneter, ein Kollege, mit dem man ringen konnte. Hart in der Sache über Braunkohle und vieles andere mehr. Aber wo man immer, wenn er gesprochen hatte, nachher rausging und sagte, doch, da war auch eine neue Idee drin. Da war was, worüber man noch mal nachdenken sollte. Und deshalb, lieber Rainer Pringen, das freut mich, dass sich das so schön anhört mit der Ministerpräsidentin am Telefon. Da hast du viel für getan, dass Rot-Grün in diesen 17 Jahren gut funktioniert hat. Wir haben viel dafür getan. Wir haben viel dafür getan, oder irgendwie funktioniert hat, aber wir wollen alles tun, dass das anders wird. Aber dennoch, danke für diese Kollegialität, für deine Arbeit hier im Landtag. Du hast dem Land gut getan, dem Landtag gut getan und wir werden dich vermissen. Sehr geehrter Herr, lass mir ein bisschen Zeit. So. Sehr geehrter Abgeordneter, lieber Rainer Pringen, dies war offensichtlich deine letzte Rede. Ich möchte auch als amtierender Präsident den herzlichen Dank des Landtages ausdrücken für 17 Jahre intensive Arbeit in verantwortlicher Position hier in unserem nordrhein-westfälischen Landtag. Du hast eben in deiner Rede noch gesagt, dass dies ein tolles, schönes Land ist. Das ist sicherlich die Auffassung aller Abgeordneten des Landtages.
von Nordrhein-Westfalen, ob sie sich in der Regierung oder in der Opposition befinden. Das wird schon mal etwas anders dargestellt. Dass es keine Feinde gibt, sondern Wettbewerber, auch das ist heute in deiner Rede deutlich geworden. Das hat auch deine parlamentarische Arbeit in den vergangenen 17 Jahren geprägt. Diesen Grundsatz hast du immer befolgt. Dafür herzlichen Dank im Namen des Landtages von Nordrhein-Westfalen. Und ich denke, wir sehen uns alle, auch wenn wir jetzt ausscheiden, in anderen Funktionen oder bei anderen Möglichkeiten wieder. Vielen Dank für deine Arbeit.